das Thema Nachhaltigkeit im Lager hörst, was kommt dir da so in Sinn als Frau, die für die Küche verantwortlich ist? Wir probieren hauptsächlich Nahrungsmittel von der Umgebung zu beziehen. Also wenn möglich, dann Milch, Eier, Herdöpfel vom Bauern. Dann natürlich auch die lokale Bäckerei oder der lokale Metzger. Wir probieren einfach die Kleinunternehmen auch zu unterstützen aus der Region. Und wir möchten auch auch im Coop, wenn wir gewisse Sachen beziehen, nicht aufs Günstigste ausweichen, sondern wirklich auch schauen, was ist von der Schweiz und was können wir, was können wir wo beziehen. Und hast du dir bei der Menüplanung auch bestimmte Sachen überlegt? Also nicht nur, dass es gut schmeckt, sondern auch noch Sachen im Zusammenhang mit diesem Nachhaltigkeitsaspekt? Ja, zum Beispiel ist auch ein Anliegen gekommen von der Leitung her, dass wir Fleisch nicht jeden Tag Fleisch haben, aber wenn wir Fleisch haben, dass wir auch Schweizer Fleisch haben. Und das haben wir natürlich berücksichtigt. Es gibt mehr vegetarische Menüs. Und dann schauen wir zum Beispiel, dass wenn es ein Poulet-Gericht gibt, dass es natürlich aus der Schweiz ist, das Poulet, und nicht aus Brasilien. Und sind denn von den Kindern oder von den Leitern schon Reaktionen gekommen? Es gäbe zu wenig Fleisch oder die Küche sei anders als sonst? Nein, das bis jetzt nicht. Bis jetzt ist das Feedback immer ist gut gewesen. Du sitzt jetzt gerade vor einer Tasse fairen Kaffee, aber das hat, glaube ich, nicht so viel Diskussion ausgelöst. Aber du hast gesagt, dass doch bei den Leitern und bei den Kindern dieses nachhaltige Thema im Lager doch einiges zu sprechen gegeben hat. Ja, halt am Anfang vor allem, wo es an dem Aufbau, wo es halt irgendwie, letzte Zeit haben wir halt nur einen am Tag Fleisch gegessen und also die Leiter haben teilweise gefragt, ja, was soll das, aber schlussendlich haben es die meisten eingesehen, dass halt es nicht so sinnvoll ist, wenn es zweimal Fleisch ist oder so etwas. Und das Gute ist halt eben, dass diese Diskussionen aufgekommen sind und dass darüber diskutiert wird und jeder kann seine Meinung sagen. Und so ist noch dann halt mein Thema schon mal gewesen. Und in anderen Lagern ist das gar nicht zum Thema gestanden, sondern es ist einfach ignoriert worden und jetzt plötzlich, auch wenn es irgendwie vielleicht nicht so groß oder so umgesetzt wird, es ist trotzdem da und es wird diskutiert und auch ein Kind stellt Fragen und redet darüber. Das ist sehr gut, aber eben die Küche allgemein, da wird jetzt nicht gemeckert. Nein. Es ist einfach, aber das ist auch zuerst am Anfang, vielleicht haben sich ein paar gefragt, also jetzt ist es vielleicht schon wieder irgendwie kein Fleisch. Ja. Aber nachher schnell denkt, es ist ja trotzdem gut und man braucht nicht gerade Fleisch zum Essen. Das Menü, das hat ja die Küche gemacht, das tut ja nicht im Leiterteam groß diskutieren, nehme ich an. Nein, das Menü macht einfach vor allem Küche allein. Ja. Und nachher dann, und die eigentlich sind verantwortlich selber und können selber zusammenstellen und sind eigentlich frei, was sie dann machen. Ist denn deine Erfahrung, dass die Kinder im Lager empfindlicher sind bezüglich dem, was sie essen oder vielleicht sogar großzügiger als zu Hause? Ich glaube, großzügig, weil sie einfach mehr Hunger haben, wenn es so sind und im Fall, wenn es kalt ist. Ja. Und es ist aber und ich denke, gerade bei dem Regen ist natürlich die Küche ein ganz wichtiges Element, oder? Ja. Also für die Motivation, gerade wenn es halt fünf Tage lang abgeschifft und die Leute nicht mehr mögen, fast und müde sind. Ja. Macht es viel aus. Aber eben, so funktioniert es jetzt und ist eine gute Sache eigentlich.
Oliver, ist dir gegenüber den anderen Malen bei der Küche was aufgefallen? Ja, wir benutzen sehr viel Fairtrade und Bio-Sachen. Mhm. Und habt ihr da ein bisschen drüber diskutiert, auch untereinander, so ob das gut ist oder warum das gut ist? Ja, haben wir. Mhm. Was findest du denn? Ich finde das gut, wenn wir biologische Sachen benutzen. Fairtrade. Wofür ist es denn gut? Fairtrade ist gut, dass die Bauern, die etwas ernten, dass sie gut Geld verdienen. Mhm. Bio ist so, dass kein Chemie in das Essen reinkommt und es geschnitzt wird. Vor 9 Jahren habe ich angefangen, aber das ist jetzt das 8. Mal. Mhm. In diesem Lager. Mhm. Vorher auch schon in anderen Lagern, aber das ist Schullager. Mhm. Und ich habe da so Strömungen festgestellt, dass sich da gewisse Sachen gut ändern. Mhm. Und vor allem, was mich beeindruckt hat, ich weiss noch, vor 13 Jahren, als ich das Lager bekam, da hat es halt riesige Berge von Büchsen. Und die haben sie aber mit den eigenen Büchsenbelag können Büchsenschiessen machen. Und das liegt heute nicht mehr drin. Wir haben jetzt gerade vier grosse Büchsen gehabt, zwei noch vom Vortrupp. Wir haben eine grosse Belagte und eine mit Meister. Mhm. Und sonst kaufen wir nicht von ganz Büchsen. Und was auch noch so erfreulich ist, unser Zessverhalten hat verändert. Mhm. Das habe ich beobachten können, als ich schon lange dabei bin und habe gesehen, was es zuerst noch für Zessen gegeben hat. Die Kinder haben das nicht gerne gehabt, das nicht gerne gehabt, nicht Rücksicht genommen. Und das, was das nicht gerne gehabt hat, nicht müssen essen. Und jetzt sehe ich, was die Kinder da alle einfach essen. Also vor 10 Jahren hat es erst mal die Tafelweg gegeben. Und jetzt ist es eine Selbstverständlichkeit, dass Beispiel noch etwas dazu. Und das ist auch mit den anderen Sachen so gegangen. Auf jeden Fall sieht man einfach, dass sich die Essgewohnheiten wandeln, das Bewusstsein versetzen. Und wir brauchen heute extrem viel Frischgemüse. Zuerst hat es immer geheißen, die Kinder haben nicht gerne Gemüse. Das war wirklich so gewesen. Und jetzt sieht man einfach, dass vielleicht wirklich ein Drittel von der Sache manchmal noch mehr ist. Es gibt gekochtes Gemüse und meistens auch noch Salat. Gleichzeitig, also jetzt in diesem Lager, wo wir alles Salat haben.